Hinter den Bergen glimmte der Sonnenaufgang und Nebel hüllte die Wiesen ein, als Severus vor den Mauern Hogwarts apparierte. Er ging die wenigen Schritte bis zum Tor und machte bei den Schlossbewohnern auf sich aufmerksam. Die geflügelten Eber beäugten ihn von ihren Säulen herab mit schmalen Augen, während er vor dem geschlossenen Tor auf- und abging. Es dauerte 10 Minuten, bis Minerva den Weg vom Büro der Schulleiter hinab zum Schlosstor bestritten hatte, doch es schien nicht so, als hätte er sie geweckt. Severus sah ihr mit ausdruckslosem Gesicht entgegen, sobald sie auf dem breiten Weg zu erkennen war, die Arme hinter dem Rücken verschränkt. Minerva stockte kurz, als sie ihn erkannte, dann setzte sie ihren Weg langsamer fort und öffnete schließlich eine kleine Tür, die in die Flügeltore eingelassen war. »Ich habe damit gerechnet, dich bald wiederzusehen, aber einen Besuch deinerseits habe ich nicht erwartet«, sagte sie ohne Begrüßung. Severus zog den Trank aus seiner Tasche und hielt ihn ihr hin. »Es lag auf meinem Weg.« Minerva starrte erst die Fiole, dann Severus an. Und als er einen bedauernden Blick nicht länger verbergen konnte, seufzte sie und sank ein wenig gegen das Eisentor zu ihrer Rechten. »Möchtest du einen Tee?« Der Weg durch das Schloss war wie ein Ausflug in die Vergangenheit. Jeder Gang erinnerte ihn an das eine oder andere Erlebnis, und als sie vor Minervas Büro angelangt waren, musste er feststellen, dass er ein ganzes Leben in diesem Gemäuer verbracht hatte. Und das war nicht nur schlecht gewesen. Sie bot ihm einen Sessel an einem niedrigen Tisch an und nahm selbst auf der anderen Seite Platz. Dann rief sie einen der Hauselfen zu sich. »Bereite uns doch bitte eine Kanne schwarzen Tee zu, Chica!« Der Elf verbeugte sich und verschwand. Danach sahen sie einander an, als versuchten sie, die vergangenen Jahre im Gesicht ihres Gegenübers abzulesen. Severus brach das Schweigen als erster. »Wie lange weißt du es schon?« Minerva zuckte mit den Augenbrauen und sah hinab in ihren Schoß. »Seit ein paar Monaten. Wenn man Verwandlung unterrichtet, merkt man es schnell, wenn einem die Zauberkraft entgleitet. Es gab ein paar unschöne Zwischenfälle und irgendwann konnte ich es nicht mehr ignorieren.« »Unterrichtest du noch?« »Ja, aber nur die Theorie. Für die praktischen Demonstrationen habe ich mir eine Kollegin besorgt.« Sarah sah hinauf zu den Porträts der ehemaligen Schulleiter. Albus Dumbledore beobachtete sie mit einem traurigen Blick in den wasserblauen Augen und auch die anderen Schulleiter verhielten sich still. Er riss sich von dem Anblick los, als der Elf mit einem Tablett zu ihnen zurückkehrte. Das Porzellan klirrte gegeneinander, bis er die Tassen vor ihnen auf den Tisch stellte. Der Geruch des Tees stieg Severus in die Nase und kurz darauf war Chica wieder verschwunden. »Du willst sie doch nicht etwa untreu werden, Severus?« fragte Minerva mit einem Lächeln. »Ich weiß nicht, wovon du sprichst.« »Du siehst aus, als würdest du ehrliches Mitleid verspüren. Das passt so gar nicht zu dir.« Sie nahm ihre Tasse in die Hand und pustete über das heiße Getränk, sodass ihre Brillengläser beschlugen. »Möchtest du denn Mitleid?« fragte er und tat es ihr gleich. »Ich werde es niemandem verbieten, Mitleid zu empfinden. Es fühlt sich zwar für mich nicht gut an, bemitleidet zu werden, aber es ist eine Art, mit dieser Nachricht umzugehen und sie zu verarbeiten. Wer bin ich, dass ich anderen diktiere, wie sie mit meiner Krankheit umzugehen haben? Ich habe genug mit mir zu tun.« Sie trank einen Schluck von ihrem Tee. »Aber ich hoffe, du bist nicht nur hergekommen, weil du die Puzzleteile für dein Exemplar meiner Krankenakte aus erster Hand haben wolltest.« Severus' Mundwinkel zuckten, während er selbst an seiner Tasse nippte. »Um ehrlich zu sein«, erklärte er anschließend, »war das einer meiner Hauptgründe. Es ist zwar nicht die Sensationslust, die mich umtreibt, aber mit ein paar Puzzleteilen mehr könnte ich abwägen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, dir dauerhaft zu helfen.« Minerva seufzte. »Du hast es also noch immer nicht gelernt, dich aus anderen Leuten Krankheiten herauszuhalten?« Er lehnte sich im Sessel zurück. »Nein. Ich habe mir lieber einen Beruf gesucht, in dem ich mir diese Einmischung erlauben kann.« Während Minerva ihre Tasse zurück auf den Tisch stellte, lehnte sie sich ein Stück nach vorne.
Ihr Blick fuhr Severus durch Mark und Bein. »Hast du's denn wenigstens gelernt, keine falschen Hoffnungen zu verbreiten?« »Ich arbeite daran. Wie sieht es aus? Bist du mutig genug, es zu riskieren?« »Sie müssen die Alraune salzen«, erklärte Severus am nächsten Tag und nahm einen großen Schluck von seinem Tee. Müde dehnte er seinen schmerzenden Nacken. »Aber das steht gar nicht im Rezept«, widersprach seine seit neuestem Wiederschülerin so stur wie eh und je. Ihr Zeigefinger wies anklagend in das Tränkebuch. Severus klappte es zu und klemmte ihr damit beinahe die Finger. »Wenn alles im Buch stünde, bräuchten Sie auch nicht meine Hilfe, Miss Granger. Salzen Sie die geschnittene Alraune, oder ich schmeiße sie raus.« Sie presste die Lippen aufeinander und griff ungehalten nach dem Salzstreuer. »Erklären Sie mir wenigstens, warum ich das tue?« Severus schloss die Augen und zählte langsam bis 10. »Tränkekunde 2, Miss Granger. Sie haben den Kuss besucht und wenn ich mich recht erinnere, war ich gezwungen, Ihnen die Bestnote zu geben. Beweisen Sie mir, dass ich mich nicht habe täuschen lassen.« Sie starrte ihn an wie ein Besen, kein Muskel bewegte sich. Und dann ging eine Veränderung vonstatten, die seine Kopfschmerzen und die blähende Müdigkeit beinahe restlos wegfegten. Auf ihrem Gesicht schien eine Blume zu erblühen. So schön war es. Obwohl sie böse auf ihn sein wollte, strahlte sie ihn an, und für ein paar Sekunden war Severus so gebannt von diesem Anblick, dass er den Anfang ihrer Antwort verpasste. »Und dann gelangt mehr Saft in den Trank«, war alles, was er verstand. Es dauerte eine Sekunde, bis er sich wieder unter Kontrolle hatte. »Gratulation«, schnarrte er dann. »Und dasselbe machen Sie mit der anderen Alraune auch. Ich bin sofort wieder da.« Ginevra erwartete ihn bereits im Verkaufsraum der Apotheke und reichte ihm ein kleines Glas Feuerwhisky. Severus leerte es wortlos und knallte das leere Glas eine Spur zu laut auf die Theke. Die zwei Kunden, die durch die Regale stöberten, erschraken sichtlich. Einer von ihnen knüllte dabei ein Rezept in der Hand zusammen. Er schien nur Zeit zu schinden. Vermutlich stand nichts auf der Verordnung, dass er eine Frau zeigen wollte. Severus bedeutete seiner Vorgesetzten, ihn ein paar Minuten im Labor zu vertreten, und stellte sich mit ausdruckslosem Gesicht hinter den Verkaufstresen, während der Whisky noch in seine Kehle brannte und ein Feuer in seinem Magen entzündete. Der junge Mann huschte prompt hinter dem Regal hervor und strich das Rezept auf dem Tresen glatt. »Ich bräuchte das hier, so schnell wie möglich.« Dabei sah er sich verstohlen um, doch im Gegensatz zu ihm hatte die andere Kundin tatsächlich Interesse an den Auslagen. Severus nahm die Verordnung entgegen und schürzte die Lippen, um ein Grinsen zu verbergen. Dann jedoch zog er die Augenbraue hoch und musterte sein Gegenüber, der laut der Verordnung auf den Namen Nicholas Savage hörte. »Und juckt es?«, fragte er genüsslich. Die Röte stieg dem jungen Mann vom Hals aus das Gesicht hinauf, bis unter die Ponyfransen des aschblonden Haares. Wieder sah er sich um. »Ja«, jammerte er leise, »haben Sie das Zeug da?« »Bedauere, heute Abend können Sie es abholen.« Severus wandte sich mit dem Rezept um und heftete es an die Pinnwand mit den offenen Aufträgen. Die rote Tinte seines Heilers fiel zwischen der blauen und der schwarzen der anderen sofort ins Auge. Nicholas schluckte. »Ist Ihre Kollegin genauso gemein?«, fragte er und vergrub die Hände tief in seinen Hosentaschen. Severus lehnte sich auf die Theke. »Nein, sie ist Diskretion in Person.« Er rümpfte die Nase, wandte sich um und verließ eilig die Apotheke, was Ginevra gerade noch mitbekam. »Was hast du angestellt?«, fragte sie resigniert. »Die Feigen gehören bestraft«, entgegnete Severus schlicht und kehrte zu Miss Granger ins Labor zurück. »Ich brauche ihre Hilfe.« Sie hob den Blick von der zweiten Alraune, die sie gerade in feine Würfel schnitt. »Wofür?« Severus reckte das Kinn vor. »Professor McGonagall ist krank
unheilbar krank, zumindest in unserer Welt.« Die Augen der jungen Frau wurden groß. »Was hat sie?« »Einen Tumor in ihrem Kopf, genau dort, wo die Quelle ihrer Magie sitzt. Mit magischen Mitteln kommt man nicht heran. Vergessen Sie die Araune nicht.« Miss Granger besann sich mit zitternden Fingern auf ihre Arbeit. »Und was soll ich dabei tun?« »Ganz einfach. Sie haben Kontakte in die Muggelmedizin. Darunter findet sich doch bestimmt jemand, der sich mit dem Kopf auskennt.« »Ein Neurochirurg, meinen Sie?« »Meinetwegen«, beschied Severus. »Wenn ich Minerva dazu bringe, sich wie eine Muggel zu kleiden und sich wie eine Muggel zu benehmen, könnten Sie diesen Chirurgen dazu bringen, sich Ihren Fall anzusehen?« Miss Granger schürzte die Lippen. »Ich kann es zumindest versuchen. Jacob Pierce war einer der Chefärzte in dem Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe. Wir hatten nicht besonders viel miteinander zu tun, aber möglicherweise habe ich einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen.« Sie lächelte verschmitzt. »Wie dem auch sei«, tat Severus ihre Erklärung ab, »können Sie den Kontakt herstellen?« »Ja, ich denke schon.« Kapitel 4. »Mr. Snape«, begann Sarah Granger am nächsten Morgen, während ihre Tochter die Treppen hinauflief und ihre Notizen holte. »Ich möchte wirklich nicht undankbar erscheinen, denn was Sie für mich getan haben, ist schlichtweg unglaublich. So gut wie heute ging es mir seit Monaten nicht mehr. Ich konnte mich kaum daran erinnern, wie es ist, keine Beschwerden zu haben.« »Aber«, unterbrach er sie. Sie senkte den Blick, als würde sie sich für ihre Worte schämen. »Gibt es auch einen Trank, mit dem ich weniger müde wäre? Ich würde so gerne Freunde und Familie besuchen, nach draußen gehen und die ganze Welt umarmen. Aber ich schaffe es kaum vom Bett zur Couch, ohne dass mir die Augen zufallen.« Severus runzelte die Stirn und holte tief Luft. »Es gibt einen Trank, natürlich. Aber die Einnahme kostet Sie Zeit.« »Was meinen Sie?« »Ein Trank, der anregend auf Sie wirkt, wirkt auch anregend auf das Tumorwachstum. Nehmen Sie den Trank, werden Sie früher sterben.« Miss Granger schluckte und schaute in ihren Schoß, wo sie an ihren kurzen Fingernägeln pulte. »Es gibt nichts kostenlos«, stellte sie mit leiser Stimme fest, während die Schritte ihrer Tochter auf der Treppe polterten. »Denken Sie darüber nach«, sagte Severus und hob den Blick zu seiner ehemaligen Schülerin, die mit roten Wangen in der Küchentür erschien. »Ich bin soweit, wir können los!« »Wie überaus reizend«, stellte Severus mit einer deutlichen Portion Ironie fest, und nachdem sie sich von ihrer Mutter verabschiedet hatte, disapparierten sie direkt aus der Küche in den Hinterhof der Apotheke. »Was haben Sie gerade mit meiner Mutter besprochen?« »Was meinen Sie?«, fragte Severus. »Sie haben doch eben zu ihr gesagt, denken Sie darüber nach. Worüber soll sie nachdenken?« Während er die Hintertür aufschloss, trat sie mit neugieriger Miene an seine Seite. »Ob sie es wirklich weiterhin aushält, mit einer so neugierigen Person unter einem Dach zu leben«, entgegnete er knapp, und als sie die Arme vor der Brust verschränkte, fügte er hinzu, »der Begriff der ärztlichen Schweigepflicht sollte Ihnen bekannt sein, Miss Granger. Fragen Sie Ihre Mutter, vielleicht erzählt sie es Ihnen.« Er stieß die Tür auf und bedeutete ihr, vor ihm die dunklen Räume zu betreten. »Hätte ich mich immer daran gehalten, wäre ich jetzt nicht hier«, entgegnete sie ungnädig. »Dann wäre das so. Es gibt diese Regel nicht umsonst und ich werde sie nicht grundlos ignorieren.« »Aber diesen Unterschied haben Sie ja noch nie verstanden.« Severus entzündete das Licht und hängte seinen Umhang an die Garderobe. »Und Sie? Sie haben mir erst gestern von Professor McGonagalls Erkrankung erzählt«, wies Miss Granger seine Einwände zurück. Severus sah sie unbeeindruckt an. »Ich habe die Erlaubnis von Minerva, diese Dinge mit Ihnen zu besprechen.« Da schluckte sie an etwas, das mindestens die Ausmaße einer großen Walnuss haben musste. Kapitulation. Das wusste Severus aus eigener Erfahrung, war eine sehr schwere Kost. »Also, wie geht es mit dem Trank weiter?«
Eine halbe Stunde später hatten sie das weitere Vorgehen besprochen und Severus reichte ein paar Handschuhe an Miss Granger, damit sie die Sumpfschnecken ausnehmen konnte. Während er sich selbst eine Schürze umband, hörte er sie hinter sich schnauben. »Ist etwas?«, fragte er spitz und sah sie mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Allerdings, ich bin kein Kind mehr, Mr. Snape. Diese Handschuhe haben mir bestenfalls im zweiten Schuljahr gepasst.« Sie hielt sie in die Höhe, während er überraschend blinzelte. Letztendlich riss er ihr lediglich das zu kleine Paar aus der Hand und reichte ihr ein größeres. »Sie wissen ja, was Sie zu tun haben.« Eine Weile arbeiteten sie schweigend. Severus knackte den Schneckenpanzer, Miss Granger nahm die Tiere mit dem ätzenden Schleim aus. Ein metallischer Geruch legte sich über das Labor und nachdem der letzte Panzer geknackt war, sprach Severus einen Frischluftzauber. »Haben Sie eigentlich jemals aufgehört, mich als Ihre Schülerin zu betrachten?« fragte Miss Granger da unvermittelt und Severus erschrak. »Nein.« »Sollte ich?« Das Messer, mit dem sie den toten Schneckenleib enthauptete, knallte hart auf das Brett. »Soll mir das was sagen?« »Was?« »Ja, Miss Granger.« »Ich weiß nicht.« Severus zog scharf die Luft ein. »Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn wir dieses nichtssagende Gespräch beenden könnten. Sagen Sie, was Ihnen auf der Seele brennt, oder behalten Sie es für sich.« Da legte sie das Messer weg und wandte sich ihm zu. »Ich finde es schwer, mit Ihnen umzugehen. Ich bin 29 Jahre alt, fühle mich aber wie ein kleines Kind, wenn Sie in der Nähe sind. Dabei bin ich Ihnen in so vielem überlegen.« Sie schüttelte freudlos lachend den Kopf. »Ich habe mir immer gewünscht, dass Sie einmal anerkennen würden, was ich kann, aber nicht mal jetzt können Sie das. Ist es denn wirklich so schwer?« Severus nahm sich nach dieser Frage einen Moment, um seine ehemalige Schülerin anzusehen. Sie war in der Tat erwachsen geworden, groß und schlank, mit aufrechter Haltung und einem starken Durchsetzungsvermögen. Und dennoch sah er in so vielen Details das kleine Mädchen, das hektisch mit der Hand durch die Luft wirbelte. »Leiten Sie das alles von den Handschuhen ab, die ich Ihnen versehentlich gab?« fragte Severus. »Ja, nein, nicht nur. Ach, ich weiß es nicht. Es ist eben so ein Gefühl.« Severus verzog den Mund zu einem geringschätzigen Lächeln. »Äußerungen dieser Art machen es einem schwer, sie als erwachsen wahrzunehmen, Miss Granger. Wenn nicht einmal Sie wissen, was Sie von Ihren Gedanken halten sollen, wie sollen es denn andere wissen?« Ihre Wangen wurden rot und sie senkte den Blick. »Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Sie herangereift sind zu etwas, das die Gesellschaft als erwachsene Frau bezeichnet. Ich nehme auch an, dass Sie bereits weitreichende Erfahrungen in vielen Bereichen des Lebens gesammelt haben, vor allem im Beruflichen. Woran es Ihnen jedoch mangelt, ist das Empfinden des Erwachsenseins. Sie empfinden wie die Schülerin, die Sie vor 11 Jahren noch waren, und solange Sie das nicht abstellen, werde ich Sie niemals als ebenbürtig wahrnehmen.« Er beobachtete, wie sie die Arme vor der Brust verschränkte und sichtlich um Fassung rang. Und weil er wusste, dass Schweigen diesen Kampf nur noch schwieriger machte, sagte er, »Die Schneckenhaut muss in feine Streifen geschnitten werden, bevor sie dem Drang zugefügt wird. Am besten fangen Sie an, bevor sie austrocknet.« Severus begleitete Miss Granger zurück nach Hause, hauptsächlich, weil er erfahren wollte, wie ihre Mutter sich entschieden hatte. Sie apparierten im Garten an der Ecke des Geräteschuppens, die Zinken einer Harke stachen Severus in den Fuß und um seinen Hals baumelte das Ende des Gartenschlauchs. »Ein reizender Apparationspunkt«, kommentierte er die Ankunft und verschränkte die Arme vor der Brust, bis Miss Granger sein Dilemma bemerkt hatte. Ein Hauch von Belustigung fuhr über ihr Gesicht. »Der Schlauch steht Ihnen ausnehmend gut, Sir.« Dann stieß sie die Tür nach draußen auf und ließ ihn stehen. Severus sah ihr einen Moment erstaunt nach, dann befreite er sich aus der Umarmung des Gartenschlauchs und folgte ihr über den feuchten Rasen. Sie umrundete das Haus und gerade als Miss Granger die Tür öffnen wollte, wurde sie aufgerissen und sie stand ihrem Vater gegenüber. Die beiden starrten einander an mit Blicken voll unausgesprochener Vorwürfe.
Mr. Granger sah als erstes weg und machte einen Bogen um seine Tochter. Wie ein gejagtes Kaninchen lief er die wenigen Stufen hinunter und zu seinem Wagen. Miss Granger sah ihm hinterher, und als sie schluckte, konnte Cervus für einen kleinen Moment all die Wut und Enttäuschung und den Schmerz über sein Verhalten in ihren braunen Augen lesen. Kurz entschlossen wandte er sich um und ging zur Beifahrerseite des schnurrenden Familienwagens. Er öffnete die Tür und ließ sich auf den Sitz sinken. Mr. Granger sah aus, als wäre ihm ein Bergtroll in den Wagen gesprungen, doch vermutlich bot Cervus in seinen Augen ein mindestens ebenso beängstigender Anblick. Die Krone setzte der Tränkemeister diesen Moment schließlich auf, indem er sagte, »Sie sind ein Idiot!« Mr. Granger holte tief Luft und plusterte sich auf wie ein Gockel. An seinem Profil vorbei konnte Cervus Miss Granger sehen, die hin und her gerissen vor dem Haus stand. Mit einer Bewegung seiner Hand bedeutete er, ihr hineinzugehen. Erstaunlicherweise tat sie es. »Was bilden Sie sich eigentlich ein?« entgegnete Mr. Granger dann endlich. »Ich bilde mir ein, einen objektiveren Blick auf Ihre Situation zu haben. Und dieser objektive Blick sagt, dass Sie ein Idiot sind.« Mr. Grangers Gesicht nahm eine ungesunde rote Farbe an. »Scheren Sie sich aus meinem Wagen!« »Nein, bitte!« Vor Entrüstung ließ er alles los und das Schnurren des Motors erstarb abrupt. Der Wagen schaukelte mehrmals vor und zurück. »Ich werde diesen Wagen erst verlassen, wenn Sie mir einen guten Grund für Ihr Verhalten nennen.« »Ich muss arbeiten. Einen guten Grund!« wiederholte der Tränkemeister und sah den Mann mit seinem besten Lehrerblick an. Er schluckte und wandte den Blick ab. »Die Arbeit ist ein guter Grund. Irgendjemand muss schließlich für ein geregeltes Einkommen sorgen.« Doch seine Stimme klang hohl. »Sie werden es mir sicherlich nicht übel nehmen, wenn ich behaupte, dass Sie, der jahrelang als Zahnarzt praktiziert hat, noch dazu zusammen mit Ihrer Frau, sicherlich genug Geld auf der hohen Kante hat, um die Praxis ein paar Monate an einen Kollegen zu übergeben.« Mr. Granger schnaubte. »Das geht Sie nun wirklich nichts an.« »Dem stimme ich zu«, lenkte Cervus ein. »Was mich aber etwas angeht, ist das Wohlbefinden Ihrer Frau, und das leidet deutlich unter Ihrem unmöglichen Verhalten.« Wieder schnaubte er. »Unmögliches Verhalten!« Cervus wandte sich ihm etwas zu. »Würden Sie es etwa anders bezeichnen?« Für einen Moment begegnete er seinem Blick und schien sich ernsthaft verteidigen zu wollen, doch dann erstarb jeglicher Widerstand und er schüttelte den Kopf. »Nein.« »Gut, dann ist ja doch noch etwas Verstand da, auf dem man aufbauen kann.« Zu Sarahs Erstaunen überging Mr. Granger diese Beleidigung und sagte, während er mit seinen Fingern spielte, »Ich ertrage es nicht, zu Hause zu sein.« »Warum?« fragte Cervus, lehnte den Kopf gegen die Stütze und richtete sich auf eines dieser Gespräche ein, die er unter allen Umständen zu vermeiden versuchte. Dummerweise konnte er es nun nicht mehr auf Poppy abwälzen und sich hinterher die wichtigsten Stichpunkte mitteilen lassen. »Haben Sie schon mal hilflos dabei zusehen müssen, wie die Frau, die Sie mehr als alles andere auf der Welt lieben, stirbt?« »Ja.« Das schien ihn zu überraschen, denn er schaute Cervus mit großen Augen an. Mr. Granger fuhr sich mit einer Hand über den Mund. »Wie konnten Sie das ertragen?« Der Tränkemeister schielte zum Wagendach. »Gar nicht. Aber wie hätte ich es ertragen sollen, wegzuschauen?« Ein paar tiefe Falten furchten die Stirn des Mannes. »Ich habe das Gefühl, es zerreißt mich von innen heraus, wenn ich sie ansehe. Ich fühle mich hilflos und unzulänglich. Ich habe ihr versprochen, alles mit ihr durchzustehen, und jetzt muss ich aufgeben.« »So ist das Leben«, entgegnete Severus und verschränkte die Arme vor der Brust. »Ist das alles, was Sie dazu sagen?« Cervus sah ihm widerwillig in die Augen. »Was soll ich sonst sagen, Mr. Granger?« »Ich kann Ihre Frau nicht retten. Niemand kann das. Ich kann nur versuchen, ihr die letzte Zeit so angenehm wie möglich zu machen. Etwas, das Sie sich offenbar nicht vorgenommen haben, denn sonst würden Sie nicht so viel Zeit in Ihrer Praxis verbringen. Tun Sie, was Sie meinen, tun zu müssen. Aber vergessen Sie nicht, wie kostbar die Zeit ist. Was Sie jetzt falsch machen,
lässt sich vielleicht nie wieder korrigieren. Können Sie für immer in diesem Wissen leben, Ihre Frau im entscheidenden Moment alleine gelassen zu haben, nur weil es sich für Sie nicht gut anfühlt, bei ihr zu sein? Während Severus gesprochen hatte, war die Farbe langsam aus dem Gesicht von Mr. Granger gewichen, und nun saß er kreidebleich vor ihm, fassungslos und beschämt. »Bitte verlassen Sie meinen Wagen«, wiederholte er mit schwacher Stimme. Severus nickte. »Einen schönen Tag noch.« Er kämpfte sich aus dem Muggelvehikel und schlug die Tür hart hinter sich zu. Dann klopfte er zweimal aufs Wagendach und hörte, wie Mr. Granger den Motor anließ. Langsam setzte er aus der Einfahrt zurück, dann fuhr er davon. Miss Granger saß im Wohnzimmer, als Severus ihr ins Haus folgte, auf dem äußersten Rand des Sessels. »Und?« fragte sie erwartungsvoll. »Ihr Vater ist noch sturer und uneinsichtiger als Sie«, entgegnete Severus nicht ohne eine Spur von Verärgerung in der Stimme. »Aber wenigstens weiß ich nun, woher Sie das haben.« Miss Granger seufzte. »Ich bin heute nicht in der Stimmung für diese Sticheleien.« In diesem Moment räusperte sich jemand neben ihnen, und beide wandten den Kopf zur Treppe, die ins obere Stockwerk führte. Sarah Granger stand in Jogginghose und T-Shirt auf der untersten Stufe, ein rotes Halstuch um ihren kahlen Schädel geschlungen. »Wo ist Christopher?« fragte sie. Da stand ihre Tochter kommentarlos auf und lief an ihr vorbei die Treppen hinauf. Miss Granger sah ihr verwirrt hinterher. »Habe ich was Falsches gesagt?« Severus verzog das Gesicht. »Nahmen die emotionalen Gespräche an diesem Tag denn gar kein Ende?« »Ich nehme an«, antwortete er wieder besseren Wissens, »dass Ihre Tochter nicht glücklich ist über das Verhalten Ihres Mannes.« »Oh!« Sie strich mit einem dünnen Zeigefinger am Rand ihres Kopftuches entlang. »Dann nehme ich an, er ist nicht da?« »Nein«, sie nickte. »Möchten Sie eine Tasse Tee, Mr. Snape?« »Gerne«, presste er hervor, denn eigentlich wäre er lieber gegangen. Doch es stand noch eine Entscheidung von Miss Granger aus, die man besser nicht zwischen Tür und Angel besprach. Also folgte er ihr in den kleinen Küche, die zum Mittelpunkt des Hauses für ihn geworden war. Auf der Arbeitsfläche stand eine Kanne Tee auf einem Stöfchen, in dem ein Teelicht flackerte. Miss Granger nahm zwei Tassen aus dem Schrank und stellte sich auf den Tisch. Dann schenkte sie ihnen ein. All die kleinen Bewegungen beobachtete Severus mit Argusaugen und stellte fest, dass sie ihr leichter von der Hand gingen als beim letzten Mal. »Erzählen Sie mir mehr von dem Trank gegen die Müdigkeit«, bat sie, nachdem sie Platz genommen hatten. »Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie trinken ihn, er macht sie munter.« Miss Granger presste die Lippen aufeinander, ehe sie sagte, »Bei Ihnen klingt das alles so einfach.« »Das ist es. Nicht, wenn man sich für eine der beiden Alternativen entscheiden muss.« Severus schnippte an seiner Tasse. »Sie wissen doch ganz genau, welche Alternativen Ihnen besser gefällt.« »Tu ich das?« fragte sie spitz. »Natürlich. Sie bevorzugen die Alternative, die jeder bevorzugen würde, wenn er kein entsetzlicher Feigling ist. Sie hätten lieber mehr Lebensqualität und weniger Zeit. Das Einzige, was sie davon abhält, das auch auszusprechen, ist der Gedanke an ihre Tochter und ihren Mann.« »Ist das falsch?« Er schwieg einen Moment, ehe er fragte. »Wann haben Sie das letzte Mal eine Entscheidung nur für sich getroffen, die über ein Bad oder eine Mahlzeit hinausging?« Miss Granger runzelte die Stirn. »Was meinen Sie?« »Wurden Sie Zahnärztin, weil Sie es wollten oder weil Ihr Mann es werden wollte? Wurden Sie schwanger, weil Sie es wollten oder weil Ihre Familie es nach der Hochzeit erwartete? Zogen Sie in dieses Haus, weil es Ihnen gefiel oder weil es für eine Zahnarztfamilie mit Kind die richtige Unterkunft war?« »Das ist nicht fair«, entgegnete sie bitter. »Es war unser Leben. Christopher hat genauso viele Opfer gebracht wie ich.« »Das wage ich zwar zu bezweifeln«, wandte Severus ein, »aber jetzt geht es nicht mehr um ihr gemeinsames Leben. Ihr Mann wird nicht sterben und ihr Mann muss auch nicht die letzte Zeit ertragen. Es geht nur um Sie, Miss Granger.« In ihren Augen glänzten ein paar Tränen, die Severus ein Gefühl von Hilflosigkeit gaben. Sein Fluchtinstinkt nahm zu, eine unsensible Bemerkung zu machen und zu gehen.
Wäre nicht das erste Mal, hatte bisher immer funktioniert. Trotzdem blieb er sitzen. Ich möchte diesen Trank, flüsterte Miss Granger schließlich. Ich möchte die letzte Zeit so verbringen wie meinen schönsten Urlaub. Ich möchte Freunde besuchen, spazieren gehen und bis Mitternacht auf der Couch liegen und Filme schauen. Bitte geben Sie mir diesen Trank, Mr. Snape. Severus nickte, und während er in seiner Innentasche nach der Fiole suchte, wischte Miss Granger sich über die Augen und die fleckigen Wangen. Er stellte das kleine Glasgefäß vor ihr auf den Tisch, ließ es aber noch nicht los. Die Zeit, die Sie noch haben, ist zu kurz für ein schlechtes Gewissen. Nehmen Sie morgens und mittags 20 Tropfen, und wenn Sie bis Mitternacht auf der Couch liegen und Filme schauen möchten, am Abend noch 10 zusätzlich. Sie lächelte und nahm ihm das Gefäß aus der Hand, dabei berührte sie federleicht seine Finger. Vielen Dank. Eine Woche später war es soweit, dass Miss Granger den Trank zum Aufspüren des Primärtumors ein letztes Mal umrührte und das Feuer darunter löschte. Mit roten Wangen sah sie Severus an, eine Mischung aus Lächeln und Sorgenfalte auf ihrem Gesicht. Das war's, stellte sie fest. Ihre Auffassungsgabe ist bemerkenswert, entgegnete Severus und schlug das Buch zu, nachdem sie gearbeitet hatten. Und er sieht wirklich aus wie vorgeschrieben? Überging sie seinen Einwand. Besser. Sie stockte. Was ist denn besser als vorgeschrieben? Es sieht so aus wie die, die wir an das St. Mungo Hospital verkaufen. Oh, gut. Miss Granger nahm die Schürze ab und ging zu einem der Regale, in dem reihenweise leere Fiolen standen. Darf ich? Wenn Sie ihnen nicht in der hohlen Hand transportieren wollen, bietet sich das an. Severus beobachtete, wie sie eines der Glasgefäße nahm und es mit dem Trank befüllte. Ich hoffe, Ihnen ist bewusst, dass dieser Trank Sie unter Umständen nicht weiterbringt. Sah nicht zu ihm auf, als sich ihre Miene verhärtete. Ja, das ist es. Ich weiß, dass Tumore sich mitunter auflösen, nachdem sie die ersten Tochtergeschwülste gebildet haben, aber ich muss es wenigstens versuchen. Der Tränkemeister spielte mit dem Gedanken, sie zu fragen, für wen sie es versuchen musste. Denn Miss Granger hatte ihm gegenüber noch nicht das geringste Interesse an dieser Antwort geäußert, doch es widerstrebte ihm, sich noch mehr in die Verwirrung dieser Familie einzumischen. Fertig. Sie stellte das Gefäß mit der sonnengelben Flüssigkeit auf die Arbeitsplatte und sah es stolz an. Meinen Glückwunsch, ätzte Severus. Tun Sie nicht so, als würde Sie es nicht kümmern. So unvorstellbar diese Tatsache für Sie auch sein mag, aber es kümmert mich tatsächlich nicht. Ich habe mich lediglich an eine Abmachung gehalten. Was Sie jetzt daraus machen, überlasse ich Ihnen. Ja, wie dem auch sei, entgegnete Miss Granger. Ich habe übrigens mit Jacob Pierce gesprochen und einen Termin für Professor McGonagall ausgemacht. Begleiten Sie mich nach Hause, dann kann ich Ihnen meine Notizen geben. Brauchen Sie denn für alles Notizen? Sie nicht? Fragte sie erstaunt. Severus zog seine Augenbrauen hoch. Ich bevorzuge es, mir gewisse Dinge zu merken, Miss Granger. Mein Gehirn möchte benutzt werden. Sie lächelte falsch. Wie charmant. Also? Natürlich begleite ich Sie. Unter diesen Umständen bleibt ihr nichts anderes übrig. Verschloss die Tür und nahm die Ruhe des Moments, dieses Augenblicks vor der Operation erst wahr, als die Hölle über sie hereinbrach. Kapitel 5. In der Auffahrt des Familienhauses stand ein Krankenwagen mit Warnlicht, daneben ein kleiner PKW mit der Aufschrift Notarzt. Einige Nachbarn hatten sich um die beiden Wagen herum versammelt und reckten die Köpfe, um etwas zu sehen. An der offenen Türe des Krankenwagens lehnte einer der Sanitäter und tippte mit dem Daumen auf ein kleines schwarzes Gerät, das Severus erst als Telefon erkannte, als er es sich ans Ohr hielt. Ein Bein hinter sich gegen die Stufe zum Führerhaus gestemmt, wartete er anscheinend auf eine Verbindung. Miss Granger stand im Garten und spähte um die Ecke zum Geschehen vor dem Haus, für einen Moment fassungslos. »Mom«, hauchte sie dann und lief zur Terrassentür, die nach einem Wink mit ihrem Zauberstab aufsprang. Severus folgte ihr mit etwas Abstand, erinnerte sich an seine für Muggelaugen seltsame Kleidung gerade noch rechtzeitig
und verwandelte sie in etwas Angemesseneres. Dann tauchte er ein in das Chaos, das vom Wohnzimmer Besitz ergriffen hatte. Mrs. Granger lag mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Sofa, neben ihr hockte ein Mann mittleren Alters, der die gleiche Notarztaufschrift auf der Jacke trug wie der Wagen vor dem Haus. Plastikkappen von Kanülen lagen auf dem Teppich, Umverpackungen von Spritzen, leere Glasampullen, dazwischen zwei kleine Blutflecken. Mrs. Granger trug eine Manschette um den Oberarm und ein Sanitäter hockte vor einem Koffer und reichte auf Befehl Dinge heran, von denen Cyrus noch niemals zuvor gehört hatte. Mr. Granger beobachtete das Geschehen mit handtellergroßen Augen, während er seine Frau über die Sofalehne hinweg die Hand hielt. Und zwei Schritte dahinter stand Miss Granger, das Gesicht kreidebleich und so starr wie von einem Impedimenta getroffen. Cyrus trat von hinten an sie heran und sagte leise, »Wir müssen sie hier wegschaffen.« »Was?« hauchte sie, ohne den Blick von ihrer Mutter abzuwenden, und keine Sekunde später stand sie am Kopfende des Sofas und strich ihrer Mutter über den kahlen Schädel, das Kopftuch lag auf dem Boden. Cyrus folgte ihr knurrend. »Die Sanitäter«, beschwor er sie. »Was immer sie ihrer Mutter geben, könnte sich unter Umständen nicht mit den Tränken vertragen.« Da warf sie einem verärgerten Blick zu. »Sie sehen doch, dass sie Hilfe braucht!« Und an ihre Mutter gewandt, »Mom, was ist passiert?« »Sie ist einfach weggeknickt«, antwortete ihr Vater, während Mrs. Granger laut stöhnte. »Das Bein, es hat einfach unter ihr nachgegeben, dabei hat sie nichts, sie hat gar nichts getan.« Cyrus fluchte vernehmlich, und der Notarzt warf ihm einen kurzen Blick zu. »Halten Sie bitte Abstand, Sir!« Dann ließ er eine Nadel in Mrs. Grangers Handrücken gleiten, den Pflastern auf ihrem Arm nachzuurteilen nicht der erste Versuch. Cyrus zog Miss Granger an der Schulter zurück und hinderte sie mit einem festen Griff daran, sich von ihm loszumachen. »Hören Sie mir zu, wenn diese Idiotin ihrer Mutter Medikamente verabreichen, kann ich keine Garantie dafür übernehmen, was mit ihr passiert. Wollen Sie es riskieren, dass sie gleich hier stirbt?« Es waren die letzten Worte, die die junge Frau weckten. Sie schüttelte heftig den Kopf. »Was sollen wir tun?« »Ganz einfach«, schnallte Cyrus und beobachtete mit Argusaugen, wie der Notarzt in die von Chemotherapie gebeutelten Venen einen Zugang zu legen versuchte. »Ich gehe nach oben und hole einen Schmerztrank für Ihre Mutter. Sie belegen die Sanitäter mit dem Obliviate und schaffen sie aus dem Haus.« »Nein!« rief Mr. Granger dazwischen, der das Gespräch mit angehört hatte. »Sie haben genug an meiner Frau herumgepfuscht. Jetzt lassen wir die ran, die wirklich Ahnung haben. Ist das klar?« Cyrus sah ihn kalt an. »Sagt der Mann, der nie anwesend ist.« Mr. Granger plusterte sich auf wie ein Pfau und schnappte mehrmals nach Luft. »Christopher«, rief seine Frau da mit schmerzerfüllter Stimme und winkte ihn mit dem freien Arm heran. Cyrus' Augenlid zuckte, als er sie »Lass ihn bitte«, sagen hörte. »Er weiß doch gar nicht, was er tut, Sarah.« Der Notarzt, der den Satz auf sich bezogen hatte, schnaubte scharf. »Wenn Sie glauben, dass Sie es besser können, bitteschön.« »Doch nicht Sie«, entgegnete Mr. Granger gereizt, dann seufzte er schwer. »Lass sie es tun«, bat Mrs. Granger erneut, so leise, dass es beinahe in dem Gespräch der Rettungssanitäter unterging. Mr. Granger rang sichtlich mit sich, doch schließlich gab er unter dem flehenden Blick seiner Frau nach. »Also schön.« Cyrus nickte Miss Granger zu, dann wandte er sich zur Treppe und lief zwei Stufen auf einmal nebend ins obere Stockwerk hinauf. Die Tränke standen im Schlafzimmer auf der Kommode, ordentlich an der Wand aufgereiht. Das Sonnenlicht, das vom Fenster hereinfiel, brach sich in den klaren Flüssigkeiten. Er tastete die Flaschenhälse ab, bis er den richtigen gefunden hatte. Einen aus der Kategorie Notfall. Er ließ die Fiole in seiner Hosentasche verschwinden und kehrte ins Wohnzimmer zurück. »Sind Sie verrückt?« schimpfte der Sanitäter da gerade, als der Notarzt ungerührt seine Sachen zusammenpackte und mit glasigem Blick aufstand. Cyrus zog seinen Zauberstab und oblivierte den jungen Mann von hinten. Er brach mitten im Wort ab, ein Zucken lief durch seinen Körper und er folgte dem Notarzt aus dem Wohnzimmer. Cyrus tauschte einen Blick mit Miss Granger, die daraufhin den beiden folgte und das Chaos vor dem Haus zu beseitigen versuchte.
Rasch ging Severus zu seiner Patientin und setzte sich auf den niedrigen Couchtisch. Er entkorkte die Phiole und reichte sie ihr. »In kleinen Schlucken, aber alles«, wies er sie an. Miss Granger nickte und rutschte ein Stück nach oben, wobei sich ihr Bein minimal bewegte. Sie schrie auf und setzte mit zitternder Hand den Flaschenhals an die Lippen. Severus wartete, bis der Trank wirkte, entfernte dabei den letzten Versuch eines venösen Zuganges. Es blutete und er presste einen der Tupfer darauf, die neben ihm auf dem Tisch lagen. Er hatte keine Diptam-Essenz hier. Als Mrs. Granger sich entspannt hatte, öffnete er ihr Hosenbein und sah sofort den abnormalen Winkel, in dem das Bein abstand. Trotzdem tastete er es ab und schnalzte mit der Zunge. »Schmerzen werden Sie keine haben, aber das Geräusch ist unschön und es fühlt sich alles andere als gut an«, warnte er sie. »Machen Sie, ich bin hart im Nehmen«, entgegnete sie, nun, da sie keine Schmerzen mehr hatte, wesentlicher gelassener. Trotzdem tastete sie nach der Hand ihres Mannes, und als Severus die Knochen wieder in die richtige Position rückte, gab sie ein kehliges Geräusch von sich. Er half ihr, sich aufzusetzen. »Ich kann ihr gebrochenes Bein sofort heilen«, erklärte bedächtig. »Aber?« »Sie werden trotzdem mit Gehhilfe laufen müssen. Ich kann nicht die Metastase heilen, die ihren Knochen hat brechen lassen.« Sie lächelte traurig. »Das kann niemand mehr, Mr. Snape.« Er nickte mit verkniffenem Mund, deutete mit der Spritze seines Zauberstabes auf das gebrochene Bein und sagte, »Ipesky!« Mrs. Granger beobachtete fasziniert, wie der Bluterguss verschwand und ihr Bein heilte. »Beeindruckend«, murmelte sie. Dann schloss sie plötzlich die Augen und stützte den Kopf in die Hand. »Sarah, was ist los?«, fragte ihr Mann alarmiert. Sie hob die andere Hand, winkte ab. »Nur Schwindel, das geht gleich wieder.« Severus presste die Lippen aufeinander. Weder der Zauber noch eine der Tränke, die er ihr gegeben hatte, verursachte Schwindel. Er dachte an die Befunde, die Miss Granger ihm zu Beginn ihrer Korrespondenz geschickt hatte. Darin war von Metastasen im Gehirn die Rede gewesen. Er senkte den Blick. Es passierte, wovor er sie gewarnt hatte. Die Metastasen wuchsen. »Wir können einen der Schmerztränke ersetzen gegen einen, der auch den Schwindel lindern wird«, bot er an. Mrs. Granger lachte kurz auf. »Sie haben auch für alles eine Lösung, oder?« »Nein«, entgegnete Severus. »Aber für manches. Ich bin gleich wieder zurück.« Er disapparierte direkt aus dem Wohnzimmer heraus, während er draußen Autos davonfahren hörte. »Welche Ehre«, begrüßte Ginevra ihn schnippisch. »Gedenkst du zu arbeiten oder willst du wieder nur meine Zutaten verschwenden?« »Letzteres«, entgegnete er ohne Scham und ging an ihr vorbei ins Lager. »Severus Snape«, begann sie, ließ den Kunden stehen und folgte ihm auf dem Fuße. »Bevor du weitersprichst«, unterbrach er sie, »du wolltest, dass ich den Grangers helfe. Ich will aber auch, dass du deiner Arbeit nachkommst. Gestern und vorgestern musste ich mich selbst ins Labor stellen und nur Merlin weiß, ob die Tränke gelungen sind.« »Wir werden es erfahren«, ergriff zielsicher nach einem Schmerztrank und einem kleinen Tiegel Diptam-Essenz und ließ beides in seiner Tasche verschwinden. Als er sich umwandte, um das Lager wieder zu verlassen, versperrte Ginevra ihm jedoch den Weg. »Das geht so nicht, Severus. Wir haben eine Dokumentationspflicht. Du kannst nicht blind Tränke aus dem Bestand nehmen, ohne dass wir eine Verordnung dafür haben. Und schon gar nicht kannst du sie einer...« Sie unterbrach sich, sah sich um und senkte die Stimme, bevor sie sagte, »Muggel geben.« Er rümpfte die Nase. »Dann lass mich doch«, und schob sie beiseite, ehe er die Apotheke so schnell wieder verließ, wie er sie betreten hatte. Die Stimmung, die er im Hause Granger erwartete, war nicht besser als die, die er in der Winkelgasse hinter sich gelassen hatte. Mr. Granger stand am Telefon und wetterte in den Hörer. »Nein, ich werde heute nicht mehr kommen, Lisa. Meine Frau braucht mich. Fragen Sie Haywood, ob er mich vertritt, und wenn nicht, schicken Sie Patienten trotzdem zu ihm.« 3 Sekunden Pause. »Das ist mir egal. Tun Sie doch, was Sie wollen.« Und dann legte er auf. Und als er ihn entdeckte, dort im Schatten, wo er pariert war, schluckte er schwer und nickte kurz wie zum Dank. Dann ging er zu seiner Frau zurück. »Mr. Snape ist da«,
informierte er auf dem Weg seine Tochter, die daraufhin den Kopf in den Flur steckte. Ihre Miene verhärtete sich, als sie ihn erblickte. Schnurstracks kam sie auf ihn zu und hielt ihn einem Zettel hin. »Das ist der Termin für Professor McGonagall. Ich gebe Ihnen den Zettel jetzt, denn wenn ich die Antwort auf meine nächste Frage höre, bin ich möglicherweise zu wütend dafür.« »Reizende Ansprache«, entgegnete Severus und zog den Schmerztrank und die Essenz aus der Tasche. »Aber vielleicht sollten wir uns erst hierum kümmern.« »Das hat noch 10 Minuten Zeit«, entschied sie und runzelte die Stirn. »Was für einen Trank haben Sie meiner Mutter gegeben?« »Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.« Sie stemmte die Hände in die Hüften. »Quatsch! Sie wissen ganz genau, wovon ich spreche. Bei der letzten Kontrolle vor 3 Wochen war die Metastase im Bein noch so klein, dass sie kaum dargestellt werden konnte. Jetzt ist sie so groß, um ihr das Bein zu brechen. Was haben Sie ihr gegeben?« »Nichts, das sie nicht wollte«, sagte Severus knapp. »Was?« Er schaute sie böse an, und obwohl er gewillt war, dieses Duell zu gewinnen, schaffte sie es, ihn zu erweichen. »Einen Aufbautrank.« »Was für einen Aufbautrank? Einen starken«, antwortete er, und als er gerade zu einer neuen Tirade ansetzen wollte, fügte er hinzu, »einen, der ihr das Leben zurückgab und es ihr gleichzeitig nahm.« Er sah, wie Miss Granger innerlich zusammenbrach, und obwohl er wusste, dass er richtig gehandelt hatte, weil es Miss Grangers Wunsch gewesen war, wünschte er sich, die Dinge würden anders liegen. Es fühlte sich an wie ein Tritt zwischen die Schulterblätter, der es ihm schwer machte, aufrecht stehen zu bleiben. »Wie konnten Sie das bloß tun?« hauchte Miss Granger fassungslos. »Ohne mich zu fragen?« Severus' Augen zuckten. »Es war nicht Ihre Entscheidung.« »Sie ist meine Mutter! Ich habe Sie hergebracht! Und Sie bringen Sie um!« Sie lachte ein freudloses, sehr kurzes Lachen, das er nicht von ihr kannte. »Wie konnten Sie bloß?« Severus schwieg. »Hauen Sie ab! Ich will Sie nicht mehr sehen!« Sie verschränkte die Arme vor der Brust. Er sah hinab auf die beiden Gefäße in seiner Hand und hielt sie ihr hin. Miss Granger zögerte sichtlich, sie anzunehmen. Sie warf einen kurzen Blick über die Schulter aus dem Wohnzimmer, bei das Gespräch ihrer Eltern zu hören. Dann griff sie danach, so schnell und verschämt, als hätte ihr Drogen verkauft. »Raus!« Und so disapparierte Severus. Als Minerva ihm das Schultor öffnete, blieb er bewegungslos davor stehen. Er streckte nur die Hand aus und hielt ihr den Zettel entgegen, den er von Miss Granger bekommen hatte. »Was ist das?« fragte sie und zog den Umhang enger um ihren schmalen Körper. »Der Termin bei dem Muggelarzt. Solltest du noch Fragen dazu haben, musst du dich persönlich mit Miss Granger in Verbindung setzen.« Er wollte sich umdrehen und gehen, hinab ins Dorf und in die 3 Besen auf 1 oder 2 oder 10 Gläser Feuerwhisky, doch wie er befürchtet hatte, hielt Minerva ihn auf. »Ist das alles, was du mir zu sagen hast?« Severus stöhnte. »Gibt es auch noch etwas, das ich dir nicht recht gemacht habe?« fragte er gereizt. Sie lächelte. »Nein, ganz und gar nicht. Aber du siehst aus, als könntest du jemandem zum Reden gebrauchen. Also, was hast du angestellt?« In einer für ihn völlig untypischen Geste warf Severus die Arme in die Luft. »Ich habe mich nach dem Willen meiner Patientin gerichtet.« »Damit scheinst du genauso erfolglos gewesen zu sein wie mit dem Gegenteil.« »Exakt. Miss Granger hat mich rausgeschmissen und Ginevra tut wahrscheinlich dasselbe. Langsam gehen mir die Berufsalternativen aus.« Missmutig verschränkte er die Arme vor der Brust. Minerva senkte kurz den Blick. Dann erschuf sie ein Patronus und sandte ihn zu Filius mit der Nachricht, dass sie später am Abend zurückkehren würde. »Lass uns was trinken gehen«, schlug sie vor und hakte sich ungefragt bei Severus unter. Obwohl ihm die Nähe unangenehm war und der Gedanke, seinen Frust vor Minerva auszubreiten, noch viel mehr ließ er sich von ihr auf den Weg zum Dorf ziehen. Was immer das nagende Gefühl in seinem Magen lindern konnte, war einen Versuch wert. Ginevra hatte ihn nicht entlassen, aber sie hatte ihn abgemahnt, schriftlich. Und so war Severus an seinem Arbeitsplatz zurückgekehrt, hatte die Zutaten im Vorratsschrank auf eigene Kosten wieder aufgefüllt und die Tränke nachgebraut, die er für Miss Granger geliehen hatte. Neben den laufenden Bestellungen. Meistens während der Nacht.
5 Morgende aufeinander sah er die Eulen aus dem Turm des Tagespropheten starten, bis der Bestand wieder vollständig war. Und am 6. verließ er die Apotheke nur kurz vorher. Am Tag des Termins bei der Muggelart schrieb Minerva ihm einen kurzen Brief, dass er es versuchen wollte. Der Termin für die Operation war in 10 Tagen. Cerys las die wenigen Zeilen wieder und wieder, während ein Kessel Aufpeppeltrank neben ihm abkühlte. Er bemühte sich, sich für Minerva zu freuen, ohne gleichzeitig zu überlegen, ob Mrs. Granger noch lebte. Sicherlich hatte auch sie mal vor einem Muggelarzt gesessen, der ihr versprochen hatte, es zu versuchen. Während Cerys in seinem Alltag zurückkehrte, sah er immer wieder, dass Ginevra ihn beobachtete. Als ob sie darauf wartete, dass er die Kontrolle verlor. Dabei gab es nichts, das er kontrollieren müsste. In seinem Inneren war er leer. Das Erste, was es schaffte, seinen Puls zu beschleunigen und ihn hellwach zu machen, war dann erstaunlicherweise das, was ihn erst so gleichgültig gemacht hatte. Miss Granger. »Severus, sie steht mitten im Laden, redet nicht und bewegt sich keinen Zentimeter von der Stelle«, hatte Ginevra ihm an einem Morgen gegen 9 berichtet und warf hilflos die Arme in die Luft. »Und«, entgegnete er, ohne von seinem Kessel aufzublicken, »sie hat gesagt, sie will mich nicht mehr sehen.« »Mach dich nicht lächerlich, sie kommt bestimmt nicht hierher, um dich nicht zu sehen.« Dabei sah sie ihn verärgert an und stemmte die Hände in die Hüften. Cerys beobachtete sie nicht, warf allerdings so viel Drachenhaut in seinen Trank, dass er gefährlich hochkochte und beinahe über den Rand fiel. »Wenn du dich nicht sofort um sie kümmerst«, entschied Ginevra da, dem Theater ein Ende zu bereiten, »werde ich das St. Mungus anrufen und sie in die geschlossene Abteilung einweisen lassen.« Dann drehte sie sich um und rauschte zurück in den Laden, wo gerade die Glocke über der Tür geklingelt hatte. Cerys legte den Kopf in den Nacken und atmete tief durch. Dann belegte er seinen Trank mit einem Stasis-Zauber und folgte seiner Vorgesetzten. Sie hatte nicht übertrieben, im Gegenteil. Miss Granger stand da wie in einem zweiten Schuljahr nach dem Zwischenfall mit dem Basilisken. Ihre Haare sahen aus wie ein Vogelnest und sie trug einen geblümten Schlafanzug. Ihre Füße waren nackt und blutig vom Laufen über den Asphalt in der Winkelgasse. Ihr Gesicht grau und die Lippen fahl. Sie schwankte leicht. Cerys unterdrückte ein Stöhnen, als er sich nach links und rechts umsah. Die wenigen Kunden waren sichtlich irritiert über Miss Grangers Auftreten und starrten sie an. Cerys ging zu ihr, fasste sie am Arm und führte sie resolut durch den Verkaufsraum nach hinten ins Labor. Dort setzte er sie auf einen Stuhl und stellte sich mit verschränkten Armen gegen die Arbeitsplatte. »Ich nehme an, Ihre Mutter ist verstorben«, fragte er. Miss Granger nickte und eine Träne kullerte über ihre Wange. »Wie ist es passiert?« Wie in Zeitlupe bewegte sie die Lippen, als wollte sie testen, ob es überhaupt noch ging. Sie klebten aneinander. Dann sagte sie sehr langsam und mit kaum hörbarer Stimme, »Es war die Metastase in ihrem Gehirn. Sie hat angefangen zu bluten.« Cerys blickte auf seine verschränkten Arme. »Mein Beileid!« Sie reagierte überhaupt nicht, und als sie auch noch nach mehreren Minuten schwieg, arbeitete Cerys an seinem Trank weiter. Es dauerte fast eine Stunde, bis ein Ruck durch Miss Grangers Körper fuhr und sie plötzlich neben ihm stand. »Es ist ihre Schuld«, zischte sie mit rot gerenderten Augen. »Sie haben sie umgebracht mit ihrem verdammten Trank!« Er sah sie an, gleichmütig angesichts der ungerechtfertigten Beschuldigung. »Sie sollten ihr helfen und sie nicht umbringen! Dafür habe ich sie nicht geholt!« schrie sie. »Warum haben Sie das getan? Hassen Sie mich so sehr, dass Sie meine Mutter umbringen mussten?« Sie begann wieder zu weinen. »Aber das kann ich Ihnen sagen, Sir! Ich hasse Sie noch so viel mehr! Hören Sie, ich hasse Sie!« Cerys presste die Lippen aufeinander. Er wollte zurückschreien, dass sie albern und irrational war, dass er keine Chance gehabt hatte, ihre Mutter zu retten und dass er ihr geholfen hatte, auch wenn sie das nicht sehen wollte. Dass sie kein Recht dazu hatte, ihn für das verantwortlich zu machen, was geschehen war, weil es auch ohne ihn geschehen wäre.
aber er tat es nicht. Denn als Lilly gestorben und er selbst zur Erbes gegangen war, hatte auch er geschrien und den alten Mann für alles verantwortlich gemacht, obwohl das albern und irrational war und es ohne Albus genauso geschehen wäre, vermutlich sogar noch früher. Und Albus hatte es schweigend ertragen, bis das unerträgliche Gefühl in Sarahs Bauch abgeflaut war und er wieder hatte klar denken können. Nun hatte Severus das Bedürfnis, diesen Gefallen zu erwidern, wenn auch nicht bei Albus. »Ich hasse sie«, wiederholte Miss Granger nach ein paar Sekunden des angespannten Schweigens, und dann tat sie, was auch Severus damals getan hatte. Sie wirbelte auf dem Absatz herum und floh vor ihm und der Wahrheit in seinem Gesicht. Epilog. Als Minerva die Augen aufschlug, spürte sie zweierlei. Ihr war entsetzlich übel und ihr tat entsetzlich der Kopf weh. Es dauerte eine Weile, bis sie klar sehen konnte. Die sterile weiße Krankenhausdecke, die hellen Neonlampen und die Tür auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes, die von zwei riesigen Fenstern eingerahmt wurde. Sie fluchte leise und erst als sie ihre Stimme hörte, hörte sie auch ein Piepen, das sie nicht zuordnen konnte. Sie versuchte nach links zu sehen, wo die Quelle dieser Störfaktor stehen musste, aber die Schmerzen waren zu heftig. Stöhnend schloss sie die Augen. »Es sind Geräte, die deinen Herzschlag überprüfen«, erklärte ihr da eine Stimme, die sie allein deswegen beruhigte, weil sie sie kannte. »Meinen Herzschlag muss niemand überprüfen, ich spüre ihn in meinem Kopf«, entgegnete sie leise. Sie hörte, wie Sarah sich bewegte und ein paar Minuten später wurde der Schmerz erträglicher. »Was hast du getan?« »Schmerzmittel der Muggel. Nicht so effektiv wie unsere, aber in der Not frisst der Gnom auch Regenwürmer.« Sie lächelte und schaffte es nun, ihn anzusehen. Er saß zusammengesunken in einem der Besucherstühle und sein Haar sah aus, als hätte er es seit einer Woche nicht mehr gewaschen. Schlimmer noch als zu Hogwarts-Zeiten, und er trug Muggelkleidung, einen fusseligen alten Pullover und eine ausgeblichene Jeans. »Was tust du hier?« Er zuckte mit den Schultern. »Ich muss doch schauen, ob sie dich umbringen. Aber wie es scheint, wirst du deine Schüler noch einige Jahrzehnte lang beglücken können.« »Es hat geklappt«, hauchte sie vorsichtig. »Hat es. Und wenn du jetzt weinst, dann gehe ich.« Minerva lachte leise auf und fuhr sich mit einer Hand über den Mund. Die Erleichterung war so groß, dass ihr doch zwei Tränen aus den Augenwinkeln rollten und in den Verband sickerten, der ihren Kopf wie einen Schraubstock festhielt. Severus schien es großzügig zu übersehen, denn er ging nicht. »Was ist passiert, Severus?« fragte sie, nachdem sie die Fassung zurückerlangt hatte. Das rhythmische Piepen half ihr sehr dabei, denn es machte sie wahnsinnig. Der Tränkemeister räusperte sich und verschränkte die Arme vor der Brust. »Mrs. Granger ist gestorben«, wieder fluchte Minerva. »Und Miss Granger macht mich dafür verantwortlich.« »Das nimmst du ihr doch nicht etwa übel. Sie hat schließlich gerade ihre Mutter verloren.« Severus hob den Blick und starrte sie gereizt an. »Du hast mich gefragt, was passiert ist, und ich habe es dir erzählt.« »Ein einfaches Nein hätte auch gereicht«, entgegnete Minerva spitz. »Und trotzdem sage ich dir, ich kenne Miss Granger. Ihr werdet euch wieder begegnen, und dann wird sie es wieder gut machen.« »In deinen Augen sind alle Löwen Heilige, nicht wahr?« Minerva lächelte. »Nein, sie sind nur ein bisschen besser als alle anderen.« »Ich glaube, aus dir spricht noch die Narkose.« »Mag sein. Warum kommst du auch ausgerechnet jetzt zu mir?« Für ein paar Sekunden schwieg Severus, dann sagte er, »Es war mir wichtig.« Minerva sah ihn an. Diesen weichen Zug um seinen Mund kannte sie sonst nicht, und da kam ihr der Gedanke, dass ihm noch etwas anderes wichtig war. Sie atmete scharf aus. »Lass ihr etwas Zeit«, sagte Minerva, als er sie prüfend musterte. »Lass sie über den Tod ihrer Mutter hinwegkommen und dann gib ihr noch eine Chance.« »Wenn sie eine Chance will, soll sie zu mir kommen.« »Wie dem auch sei«, beschloss sie, das Thema vorerst fallen zu lassen.
Ich werde dich jetzt rausschmeißen. Deine Gesprächsthemen sind mir zu viel, kurz nachdem man mir im Gehirn herumgepfuscht hat. Ihr fielen die Augen zu. Severus nickte und stand auf. Ich komme in ein paar Tagen wieder. Vielleicht. Tu das. Vielleicht. Sie hob die Hand zum Abschied, doch er ging einfach. Dieser verliebte, sture Kerl, murmelte Minerva noch. Dann schlief sie ein. Das war Band 2 von Medicus. Und wenn ich ein bisschen gesünder bin als jetzt, wird bestimmt auch Medicus Band 3 folgen, der nochmal viel, viel länger ist als Band 1 und Band 2 zusammen. Ich freue mich sehr darauf. Es war natürlich jetzt ein düstereres Thema, aber ich mag es, dass es jetzt nicht direkt immer um die Love Story zwischen Snape und Hermine geht, obwohl man natürlich irgendwie merkt, da ist irgendwas. Aber ja, es ist nicht so obvious und das ist immer schön zu lesen, solche Geschichten auch mal zur Abwechslung. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns in einem anderen Video oder spätestens zu Band 3 von Medicus. Vielen lieben Dank auch nochmal an Charlotte Rea, dass ich ihre Fanfiction vertonen darf. Schaut auf jeden Fall auf fanfiction.de auch nochmal bei ihr vorbei. Der Link dazu ist unten in der Infobox. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!